So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Drogürchen Popöchen. Wieder am Start. Wir haben schon eine Woche nicht mehr gespielt, oder? Umbauen. Wir bauen um und so und alles. Manchmal passt es einfach nicht. Da dürft ihr mir auch nicht böse sein. Ne? So. Wir hatten hier über Lowen gequatscht mit Nikolai und herausgefunden, dass die Familie von Sarah mit dem Bartolis mal irgendwie befreundet gewesen sind. So, jetzt sind wir gespannt, wie es weitergeht. Ich muss die Kamera so halten, sonst sieht man meine Töchterchen hier mit drin. Wäre natürlich nicht so gut. So. Stille macht sich nach meiner Antwort im Raum bereit. Gut, mein Wunsch ist Ihnen offenbar nicht genehm. Nikola scheint diese Vereinbarung sogar alles andere als gut zu finden. Peter hält sich zurück, aber auch er strahlt Unruhe aus. Ja, wahrscheinlich. Aber wir wollten ja, dass wir wieder die zusammenbringen können, die Familie, ne? Hast du keine Angst, alleine zu gehen, nach diesem Erlebnis mit Lowen? Bitte, Dreh. Das wäre unvorsichtig. Das ist doch voll bescheuert. Ich schau sie mal flehend an. Ach, komm schon. Ich muss mir von Zeit zu Zeit ganz einfach mal den Kopf freipusten und außerdem will ich diesen... Ach genau, darum, wir wollten Party machen gehen, richtig, genau. Und außerdem will ich die Stadt erkunden und spazieren gehen. Genau. Warum ist die Kamera so schlecht? Das Licht ist schlecht von der Kamera. Das Haus ist schön und ich fühle mich wohl, aber ich will auch mal ein bisschen rauskommen. Ich weiß nicht so recht, sagte Trufrike. Allein so auszugehen kann ziemlich gefährlich sein. Ja, nee, ist klar. Ich muss gehässig lachen. Ich sollte meine Verbitterung besser in den Griff bekommen. Ach ja, warte mal. Haben wir die Musik runterschrauben? Sich lustig machen. Ja, natürlich, wir machen es darüber lustig. Das finde ich nicht gut. Okay, also wir reden nicht von einer Expedition in den wilden Dschungel, sondern einfach nur davon, hin und wieder mal Mystery Spells etwas trinken zu gehen. Ein Sozialleben zu haben. Versteht ihr? Ich sehe sie heftig gestikulieren an und warte, dass sie mit ihren Genehmigungen erteilen. Aber die beiden schauen nur gleichgültig zurück. Ist kein Problem. Nein, offenbar ist ihnen die Konzept fremd. Ich seufze und beiße verzweifelt in meine Scheibe Brot. Okay, können wir mal. Nee, können wir nicht. Und wenn du Lohan nochmal über den Weg läufst? Das wird doch zwangsläufig passieren, oder? Darf ich daran erinnern, dass wir an der gleichen Uni studieren? Sie sehen mich immer noch zögernd an, aber ich gebe nicht auf. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, da glaubt man dran, Jungs. Die Omi ist draußen am Quatschen. Ich bin vorsichtig versprochen und außerdem werde ich ja nicht allein sein. Sarah will mich begleiten. Ich weiß nicht. Ich versuche, Peter auf meine Seite zu ziehen. Es ist auf jeden Fall mein gutes Recht. So einfach ist das, genau. Na, ihr Omis? Ich erinnere daran, dass es mit deinem Vater so vereinbart war und auch mit meinem Vertrag steht. Ich sage es dir auf die nette Art. Wir sind uns darüber einig, dass ich dich nicht einmal um Erlaubnis fragen muss. Sehr gut, wie du willst, aber bitte dich inständig vorsichtig zu sein. Hört er sich eigentlich selbst zu? Man könnte meinen, ich würde etwas völlig Unverantwortliches tun. Mir scheint Mystery Spell eigentlich kein Ort des Grauens zu sein. Ich verstehe nicht, weshalb er so beunruhigt ist. Ich hoffe, ich muss mich hier nicht für alles rechtfertigen. Sonst wird das dauerhaft echt anstrengend und auch lästig. Es steht außer Frage, dass ich mir hier mein Leben bestimmen lasse. Ich bin ein freier Mensch und will es hier auch bleiben. Ich lenke vom Thema ab, um die Stimmung ein wenig zu entspannen. Wir fragen nach Drogo. Kommt Drogo nicht runter zum Essen? Nein, er ist nur sehr selten mit uns. So kann ich wenigstens ein bisschen durchatmen. Aber trotzdem, hier herrscht schon lustige Sitten. Man sieht doch mein Kind in den Hintergrund, das ist natürlich echt scheiße. Das wollen wir so nicht, ne? Nachdem ich Lori noch eine gute Nacht gewünscht habe, gehe ich zurück in mein Zimmer. Die Kleine war wieder einmal schlecht gelaunt und unruhig. Natürlich, wie immer, weil sie so verwöhnt ist, dieses Gör. Pack, Gör. Es ist unmöglich, mit ihr zu reden, ohne dass sie dabei gleich grimmig wird. Ich beschließe, mich ein bisschen zu entspannen und eine Dusche zu nehmen. Als ich im Badezimmer bin, schalte ich das Radio ein und ziehe mich aus. Und dann steht Drogo da.
Ich stelle mir vor, wie schön es wäre, eine Badewanne zu allen. Ich bin der Duschmensch. Zumindest komme ich so mal ein bisschen runter. Als das Wasser auf mich hereinprasselt, seufze ich zufrieden und ich schließe die Augen. Fahr bitte nicht gegen mein Auto, okay? So, wir müssen mal ganz kurz ein kleines Video gucken, um meine Energiepunkte zu sammeln. Ja, so ein Video war das nicht. Es war nur eine Werbung von Hello Neighbor. Da habe ich auch auf unserem Kanal. Hello Neighbor gibt es tatsächlich. Auf unserem Kanal. Ach, ich habe nicht mehr genügend Energiepunkte. Ey, vielleicht sollte ich mal vernünftig lesen. Ey, ich kann normalerweise Zwischenwerbung machen, oder nicht? Oh, das ist aber gemein. Warum kann ich keine Zwischenwerbung machen? Dann spielen wir jetzt ein Spiel. So. Mehr gewinnen. Yay! Gleich beim ersten Mal. Ja, jetzt gucken wir uns ein Video an. So. 130 Punkte gesammelt. So, genau. Wasser auf mich prasseln, bla. Ich erwische mich sogar selbst dabei, ein Lied mitzusingen, das ich auswendig kann. Das ist toll, toll. Immer schön froh sein. Ich versuche, meine Probleme mit Lohn und Droge wenigstens für eine kurze Zeit zu vergessen und meine Fragen bezüglich Sarah Mia Cooper beiseite zu schieben. Das ist vielleicht mal gut, einmal mal runterkommen, ne? Ich denke stattdessen an die positiven Dinge. Meine ersten Kurse haben mir wirklich gut gefallen und ich freue mich schon auf die nächsten. Klasse. Und ich war den ganzen Tag dermaßen beschäftigt, dass ich gar keine Gelegenheit hatte, mich mit dem Tod meiner Eltern auseinanderzusetzen. Jetzt hast du mir dran gedacht. Zum ersten Mal seit Monaten bin ich aus meinem Schneckenhaus herausgekrochen und habe neue Leute getroffen. Ich habe angefangen zu studieren, was mich interessiert. Das ist toll. Ich denke an all die Dinge, die ich schon so lange unternehmen wollte und die mir so sehr gefehlt haben. Mich amüsieren, ausgehen, studieren, neue Freunde finden. Ich will vor allem neue Leute treffen, genau. Ich habe richtig Lust, das endlich wiederzumachen und mich anderen gegenüber zu öffnen. Aber nicht so offen. Ich muss aus meiner Komfortzone herauskommen und neue Leute treffen. Ich muss mich entwickeln. Ich habe mir genau das davon erhofft, als ich hier nach Mysterious Bay gekommen bin. Ich muss mein Leben wieder zu leben beginnen und vorangehen. Wenn ich mich einschließe, werde ich meine Trauer nach dem Tod meiner Eltern nicht verarbeiten können. Deshalb habe ich auch schon Nikolai so deutlich widersprochen. Ich freue mich einfach darauf, am Samstagabend rauszukommen und einen schönen Abend zu haben. Ich hoffe, dass ich durch Sarah noch ein paar Leute kennenlerne. Das ist richtig toll. Ich hoffe, dass der Rest der Woche nicht so unruhig sein wird und dass Samantha und Lowen sich von mir fernhalten werden. Ich bin zudem schon gespannt, was ich alles über Mia Cooper rausfinden werde. Aber ich sollte vorsichtig vorgehen und darauf achten, dass ich keinen Ärger bekomme. Jetzt ist leider vorbei für heute.